Heute gibt's bei uns saftiges Schweinefilet. Nach dem Riesenerfolg von den Schweinemedaillons in Champignon-Rahmsoße, das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, kommt heute das Schweinefilet mit Bratenthermometer. Wir benötigen ein wunderschönes Stück Schweinefilet. Dieses befreien wir von den Sehnen und von überflüssigem Fett. Das sieht dann so aus. Ein bisschen Fett kann immer ein bisschen drin bleiben für den Geschmack. Jetzt pfeffern mit der guten Peugeot-Pfeffermühle und salzen. Ich nehme hier hawaiianisches Meersalz. So, jetzt eine Auflaufform und darin dann das Schweinefilet versenken. Jetzt noch ein bisschen Sonnenblumenöl rüberstreichen und im Prinzip das ganze Filet damit benetzen. Kommen wir jetzt zum einfachen Teil, dem Teil mit dem Bratenthermometer. Hier in meinem Siemens-Ofen gibt es so eine kleine Buchse. Dort wird dann das Thermometer eingesteckt. Zack. Und dann wird der Braten oder das Filet auf die mittlere Stufe auf den Rost gegeben. Jetzt wichtig dabei beim Einstechen des Thermometers, es wird relativ flach zur Mitte hin des Fleisches eingesteckt. Wir beachten hier diese Thermopunkte. Die müssen natürlich im Fleisch versenkt werden. Wichtig dabei ist, dass das Thermometer nicht auf der anderen Seite durchkommt, sondern sich tatsächlich in der Mitte des Fleisches, des Filetstücks befindet. Und das war's dann auch schon. Jetzt die Heizart einstellen. In dem Moment, wo wir das Thermometer eingesteckt haben, wird es auch angezeigt. Und wir entscheiden uns hier für Ober- und Unterhitze. Dann wählen wir die Temperatur des Fleisches. Ich nehme hier 58 Grad. Und als Außentemperatur 70 Grad, also mindestens immer 10 Grad mehr als die Innentemperatur des Fleisches sein soll. Und den Dampf schalten wir aus. 58 Grad Fleischtemperatur, 70 Grad die Ofentemperatur, Ober- und Unterhitze. Und dann geht's auch schon los. Jetzt habt ihr 2 Stunden Zeit, euch um die Soße zu kümmern. Wir benötigen Champignons, die schneiden wir in Scheiben. Wir benötigen eine Zwiebel, diese wird schön gewürfelt und dann bei guter Hitze mit Fett wie Öl oder eben Butter schön glasig die Zwiebeln anbraten. Jetzt die Champignonscheibchen dazugeben. Die Champignons und die Zwiebeln schön anbraten. Und Deckel drauf. Ich habe hier den Pfannendeckel von Rösle. Der dient als Spritzschutz und gleichzeitig lässt er auch das Kondenswasser durch. Das heißt, alles, was in der Pfanne ist, wird noch geschmackvoller, weil eben das Kondenswasser nicht wieder zurück ins Essen tropft. Finde ich sehr praktisch. Pfeffer und Salz noch drüber. Und dann kommen wir auch schon zum geschmackvollen Teil, nämlich der Sahne. Und da 200 ml Sahne hinzufügen. Das Ganze wieder einköcheln lassen und am besten wieder den Deckel oben rauf. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Nach 2 Stunden hat das Fleisch seine Kerntemperatur von 58 Grad erreicht und ist genauso, wie ich es gerne mag, nämlich schön saftig und zart. Ihr könnt das Ergebnis auch gleich nachher noch mal sehen am Ende des Videos. So, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Zunächst das Fleischthermometer aus dem Fleisch vorsichtig herausdrehen. Und jetzt kommen wir zum männlichen Teil der Geschichte. Ihr Männer, ihr dürft jetzt mal eine Runde grillen mit eurem Grill. Oder aber ihr benutzt die Induktionsplatte von Rösle und dazu eine schöne Le Creuset-Pfanne, die ich euch hier super weiterempfehle, weil die schön die Hitze im Boden hält. Und denn volle Kanone mit 220 Grad die ganze Sache erhitzen. Nutzt hier auch wieder ein Öl, was man sehr hoch erhitzen kann. Ich habe hier Sonnenblumenöl. Und jetzt das Fleisch. Oh, ihr seht, wie es spritzt. Also ich mache sowas immer lieber draußen, damit die ganzen Dünste, Dämpfe und Spritzer alles draußen im Garten bleibt und nicht in der Küche. Und jetzt nehmt ihr das Filet und bratet es kurz braun von allen Seiten an, dass es richtig eine schöne knusprige braune Kruste hat.
Und so goldbraun sollte es aussehen von allen Seiten. Und das war's dann auch schon. Das Filet ist fertig. Ich zeige euch mal ein Stück von innen. Und so zart, saftig, rosa sieht es aus. Und so saftig, lecker hat es auch geschmeckt. Also es ist genau nach meinem Geschmack. Und wenn ihr das genau nach diesem Rezept und nach der Anleitung macht, wie ich es heute hier geschildert habe, dann wird dieses Schweinefilet auch bei euch der absolute Erfolg. Also lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.